So, hallo und herzlich willkommen bei Redaktion Fantastik. Hallo. Wir haben ein paar kleine Neuigkeiten. Zuerst mal, es gibt was Neues zu Volsung. Noch nicht das Regelwerk, aber... Die Odapedia Nummer 2, genau. Da ist wieder ein exklusives deutsches Abenteuer drin. Da sind Regelerklärungen drin, da ist die Charaktererschaffung drin. Also wieder viel Spielmaterial und Erklärungen und ein Ausblick auf das Regelwerk, was noch kommt. Ich wollte gerade sagen, ihr arbeitet ja am Regelwerk, aber ihr habt es ja auch schon gesagt, ihr wollt es ordentlich machen, das braucht also noch ein bisschen. Ja, genau. Nummer 2, das heißt, drittes wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann geben. Ist schon was geplant oder sagt ihr jetzt, das ist erst noch ein bisschen, stellen wir noch was hinten an? Also es gibt ja die polnische Homepage von Volsung, da ist noch sehr viel Spielmaterial drauf. In der englischen gibt es auch. Wir werden dieses Odapedia weiterführen und in unregelmäßigen Abstimmen immer mal wieder was rausbringen. Aber die Abenteuer, die wir halt da rausbringen, die sind halt exklusiv. Das sind deutsche Autoren, die halt für uns schreiben. Okay, das heißt, wir schauen einfach mal, ob wir in nächster Zeit mal die drei dann berichten können. Na klar. Aber es gibt tatsächlich ja ein paar konkrete Ankündigungen. Zum einen Private Eye, wir sehen hinter uns das neue Cover der 5. Edition. Richtig, das Regelwerk, das war ja jetzt ausverkauft und wir haben ein paar Errata mit einfließen lassen. Es wird also noch dicker, weil auch noch ein neues Kapitel dazugekommen ist. Und ich bin jetzt gerade im Layout und wir hoffen, dass wir es in der zweiten Jahreshälfte von 2016 eben rausbringen können. Ja, und wie gesagt, da ist schon das schöne Cover zu sehen von Manfred Escher. Der hat sich wieder richtig ins Zeug gelegt für uns. Und da freuen wir uns natürlich drauf, dass wir das präsentieren können. Super, das heißt, da gucken wir mal zur Spiel, ob wir es dann vielleicht sogar schon in den Händen halten. Ich hoffe es, ja. Okay, ihr habt ja neben Private Eye der 5. Edition erscheint ja auch noch ein Abenteuerband. Band Nummer 10. Das Besondere an diesem Band ist, dass es aus einem Abenteuerwettbewerb entstanden ist. Wir haben tatsächlich genug Einsendungen bekommen und konnten 3 auswählen, die wirklich ganz toll sind. 3 Abenteuer wird es geben in diesem dicken Band. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, das auf der Spielemesse präsentieren zu können. Okay, dann habt ihr aber noch eine kleine Ankündigung, was ihr sagt, das werden wir in nächster zweiter Jahreshälfte wahrscheinlich. Also, da geht es um Seelenfänger. Das ist ein neues Horrorrollenspiel, auch mit einem ganz tollen Team dahinter und ganz viel Spielmaterial, was schon halbfertig ist, fertig ist. Da arbeiten wir gerade an dem Starter, der dieses Jahr auch noch erscheinen soll. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, weil das wirklich eine sehr atmosphärische, tolle Welt ist und so richtig einem die Haare zu Berge stehen lässt. Ich wollte gerade sagen, kannst du schon so ein bisschen Einblick geben, so welcher Zeit spielt es, worum geht es? Du sagst ja Horrorrollenspiel, worum geht es da so ein bisschen? Also es ist eine erdeähnliche Welt, es ist so eine Art Dystopie. Es hat etwas stattgefunden auf dieser Welt, was die Welt verändert hat. Die Menschen haben gegen merkwürdige Wesen angekämpft, aber leider verloren. Und es gibt verschiedene Orden, die sich zusammengeschlossen haben. Ich glaube, es sind 4, die den Menschen versprechen, gegen diese bösen Wesen, die jetzt auf diese Erde gekommen sind, anzukämpfen. Aber die haben natürlich auch ihre eigenen Ziele und ob die wirklich so richtig auf der Seite der Menschen stehen, ist noch nicht so ganz raus. Und das Besondere an Seelenfänger ist auch, dass es nicht nur diese Horror-Szenarien hat und diesen, ja, ich nenne es mal Mythos, obwohl es eigentlich kein Mythos ist, aber was da halt so im Hintergrund spielt, das ist alles sehr mysteriös. Und es gibt halt diesen Nebel, der um diese ganze Welt ist und jeder, der in diesen Nebel kommt, ist verschwunden und kehrt nie wieder zurück. Okay, also da gibt es einige Geheimnisse zu lüften. Ich denke, wir schauen einfach mal so zweite Jahreshälfte, was wir dann tatsächlich konkret hoffentlich zeigen können. Ja, wir freuen uns da schon sehr drauf. Da ist vieles geplant und
wie gesagt, der Starter, da wird es eine richtige Abenteuerkampagne auch drin geben. Viel Spielmaterial, ganz tolle Welt. Kann ich nur jedem empfehlen. Super. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß an dem verbleibenden Sonntag hier auf der APC und dann hoffentlich bis zum Spiel. Ja, ich danke auch. Macht's gut. Ciao.